rassistisch. Du bist ein Hess. Schornsteine. Es tut mir leid. Ich möchte nur überprüfen, ob du die riesigen Schornsteine auch erfasst. Es ist schwer, sie nicht zu erfassen. Was du anschaulich bewiesen hast, Ian. Donner und Blitzen! Hier zu mir, kommt runter, Leute! Seid brave Jungs, ganz brav! Rudolf! Räumt erstmal die Mandarinen weg. Hebt sie alle auf, alle Ian. Sie wissen aber schon, dass niemand die Mandarinen mag, oder? Was fällt dir eigentlich ein? Das ist mein Erkennungsgeschenk. Zusammen mit der Walnuss. Hierher, Jungs, kommt runter, kommt! Rudolf! Sir, wir werden gesehen. Hallo. 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 Mensch, sprich sie nicht mit Mensch an. Es ist nicht rassistisch, es macht ihnen nichts aus. Jetzt halt mal alle beide still. Oh, ich bitte um Entschuldigung für das alles, Mädchen. Wir sind nur drei normale, vollkommen gewöhnliche Dachleute auf der Durchreise, die einen Notfall regeln, einen Dachnotfall. Wir sind gleich weg und fröhliche Weihnachten. Falls schon Weihnachten ist, ich meine. Ich persönlich, also mir ist das ziemlich Schnuppe. Ich meine, das ganze Weihnachtsfest. Bist du der Weihnachtsmann? Ich? Ich? Nein. Oh nein. Nein, das wäre ja lächerlich. Nein, nein, nein. Rudolf! Hierher! Na schön, bitte. Ja, ja, ich bin's. Schuldig. Wie hast du mich erkannt? Sie haben sich natürlich den Bart wachsen lassen, damit man sie nicht wiedererkennt. Erkennt man sie eben am Bart. Okay, nein, halt. Einen Augenblick mal bitte. Ruhe. Was? Ernsthaft, du... Du bist der Weihnachtsmann und du bist echt? Natürlich bin ich echt. Warum sollte er nicht echt sein? Hä? Die Geschenke unterm Baum jedes Jahr. Wie kommen die dahin? Durch Zauberei? Ich dachte, die legen meine Mom und Dad hin. Oh. Oh! Aber natürlich. Ich meine wirklich absolut logisch. Ja, deine Mom und dein Dad sagen sich, aus keinem besonderen Grund, so einfach mir nichts, dir nichts, heute geben wir ihr einen Berg Geschenke. Nein, weil sie dich so unglaublich lieb haben. Herzerwärmt die Geschichte. Ja, wird allmählich Zeit, in der Realität zu leben, ja? Okay. Hier, Clara Oswald. Liebt Baukästen und Bücher über Reisen, gesperrt für Haarpflegeprodukte und knapp an unartig vorbei 93. Glaubte an mich, bis sie 9 war. Wieso hörte das auf? Weil du nur ein Märchen bist. Und ich wurde zu alt dafür. Wirklich, Clara? Wirklich wahr? Clara, ich möchte, dass du in die TARDIS gehst. Ich möchte nicht, dass du irgendwas sagst. Ich möchte, dass du bitte tust, was man dir sagt. Gute Nummer mit der Kiste. Ja, echt schwer, uns auf einem Dach die Show zu stehlen. Ja, ich bin da. Ich bin zurück. Bitte geh in die TARDIS. Ich weiß, was das hier ist. Ich weiß, was los ist. Und was auf dem Spiel steht. Das glaube ich nicht, Doktor. Aber ich verspreche, bevor der Weihnachtstag Vergangenheit ist, wirst du heilfroh über meine Hilfe sein. Na dann, frohe Ostern. Oh, brutal. Cooler Spruch für seinen Abgang. Lass ein bisschen Platz für eine Mandarine übrig, Doktor. Auf die Mandarine ist keiner scharf.